Jazzpunk ist, ja, was ist Jazzpunk eigentlich? Am ehesten kann man es beschreiben als ein Adventure-Comedy-Game. Dabei lauft ihr durch die Gegend, sammelt Sachen, interagiert mit Sachen, wie man das eben in einem Adventure-Game so macht. Allerdings ist Jazzpunk total durchgeknallt. Und das ist auch kein Wunder, denn gepublished wird das Ganze von Adult Swim Games und Adult Swim ist bekannt für etwas durchgeknallte Serien wie Metalocalypse, Aqua Teen Hunger Force oder den Venture Brothers. Wenn euch das jetzt nicht sagt, ist das nicht schlimm, denn Adult Swim ist hauptsächlich in den Staaten bekannt. Einige der Serien erfreuen sich aber auch hier großer Popularität und mittlerweile hat Adult Swim eben auch ein eigenes Indie-Label, das hauptsächlich bekannt ist über solche iOS-Games wie zum Beispiel Robot Unicorn Attack. Das kennen bestimmt einige von euch. In letzter Zeit gibt es von denen aber auch immer öfter mal PC-Releases, Steam-Releases und Jazzpunk ist auch eins davon. Dabei sind die Games entweder super retro oder super abgefahren. In diesem Fall für Jazzpunk stimmt eher das Zweite. Jazzpunk ist im Prinzip ein Cyber-Spionage-Agenten-Thriller, der in den 70ern bzw. den ausgedachten 70er Jahren spielt. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber selbst dieser banalen Umschreibung kann man sich nicht immer sicher sein, denn der Titel spielt sehr gerne mit euren Erwartungen und entweder sitzt ihr völlig fragend vor dem Bildschirm oder mit einem breiten Grinsen, so wie es mir öfter mal während dem Durchspielen ging. Die Situation, in die das Spiel euch wirft, sind einfach absolut absurd und fürchterlich witzig. Also meiner Meinung nach, Humor ist leider nun mal subjektiv. Das bedeutet, Jazzpunk wird nicht für alle witzig sein. Nicht jeder wird diesen Humor verstehen, denn ich bin der Meinung, er ist recht speziell. Man nennt sowas non sequitur. Viele Dinge ergeben keinen Sinn, aber wenn man sich der etwas absurden Logik des Spiels öffnet, dann doch wieder irgendwie. Dabei steht nicht die verrückte Story im Vordergrund, sondern mehr das Erkunden der Gegend und was euch da für verrückte Sachen einfach auf dem Weg passieren. So interagiert ihr manchmal mit scheinbar völlig belanglosen Sachen und euch öffnet sich dann plötzlich ein völlig durchprogrammiertes Minigame, was ihr auch tatsächlich spielen könnt. Dabei sind solche Details und auch kulturelle Referenzen, also zum Beispiel irgendwie eine Parodie auf ein bekanntes Videospiel oder ein Filmzitat, überall im Spiel versteckt. Die könnt ihr, wenn ihr nicht aufmerksam seid, recht schnell verpassen. Und da liegt auch schon das größte Problem von Jazzpunk, nämlich die Länge. So viel Spaß, wie ich beim Spielen doch hatte und so oft, wie ich gelacht habe, so schnell war es allerdings auch vorbei. Und wie gesagt, viele dieser kleinen Details kann man eben verpassen und dann ist man noch schneller fertig. Wir reden hier so von ungefähr 3 Stunden Spielzeit, die aber wirklich gut sind, wenn einem dieser Humor zusagt. So kann ich Jazzpunk eben leider nicht ganz bedenkenlos empfehlen, weil eben der Humor so speziell ist, wenn er einem zusagt, aber wirklich gut ist und weil es zwar eine schöne, aber doch leider recht kurze Zeit ist, die ihr mit dem Spiel verbringen könnt. Dennoch gibt es von mir final eine Empfehlung, wenn euch dieser Humor zusagt, dann werdet ihr auf jeden Fall viel Spaß haben. Allen anderen, die noch zweifeln, rate ich auf jeden Fall zumindest bis zu einem Sale zu warten und sich dieses doch sehr besondere Spiel einmal anzusehen. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann verprügelt den Like-Button und schaut auch mal auf meinem Kanal vorbei, was ich gerade sonst so für Serien habe. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. If you need me, I'll be in the wine cellar.